und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnormann auf der Hofbergmann zusammen mit dem Micha, Paul und der Asta. Ein wunderschönen. Hallo. Servus zusammen. So, lösen wir direkt auf den Cliffhanger, bevor ich ihn vergesse nachher aufzulösen. Und zwar waren wir in einem coolen Restaurant essen und die hatten als Vorspeise hatten die eine Maissuppe. Da denkt man sich so, ja okay, nichts Spektakuläres, aber weitergelesen hatte diese Maissuppe, war die Maissuppe mit aus frischen Maiskörnern, mit Räucherlachs, Milchschaum, Torpeda, wie auch immer, und Chilisalz. Und ich sag euch, Hammer. Also man denkt jetzt so, eine Maissuppe mit Räucherlachs und Chilisalz. Ja, okay, da ist wohl einem die Idee ausgegangen und hat mal was zusammengeschmissen. So meine Gedanken am Anfang. Und das erste Mal den Löffel eingetunkt und gedacht, Wahnsinn. Okay. So komplett einfach an mir vorbei. Durch, weiß ich nicht, so einmal das Chili-Salz hatte einen richtig krassen Geschmack. Vorher hast du den Räucherlachs geschmeckt und im Mund hattest du so alles so einmal durch und es war mega geil. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal hattet, aber es hat mich in dem Moment wirklich im Restaurant aus den Socken gehauen. Aber nicht nur mich, sondern wir waren zu fünf da. Vier davon haben die Suppe genommen. Und wir alle vier haben uns angeguckt und gesagt, Junge, ich bin mit keiner Erwartung jetzt hier reingestiegen, aber das ist mal hohe Kunst. Mhm. Was? Das war schon echt mega geil. Ich habe heute erstmal nach dem Rezept gegoogelt. Ja, schade, ich habe keins gefunden, was irgendwie ähnlich. Das ist eine Reaktion vom Koch. Ja, wahrscheinlich Micha, aber ich dachte so, naja, google einfach mal so nach Maissuppe, Räucherlachs. Da habe ich ein bisschen was gefunden, aber es ging nicht so in die Richtung, wie sie es auf der Speisekarte hatten. Mhm. Und um das mal schnell nachzukochen als quasi Laie, was ich ja einfach bin, traue ich mich nicht. Aber ey, ich muss dann noch mal mit meiner besseren Hälfte hin und ihr diese Suppe vorsetzen. Die sah nicht nur gut aus, sondern die schmeckte noch viel besser. Also. Wahnsinn. Okay. Also gibt's mal nichts mehr Suppe? Wir können da gerne hingehen zum Suppe essen. Oder auch so, ja. Ja, das, ja, also wenn sie die dann noch auf der Speisekarte haben. Ich muss allerdings gestehen, die Suppe ist auch so ziemlich das günstigste auf der Speisekarte. Wollte ich gerade sagen, wenn ich höre, was die da zusammenfüllen, ja, wird das nicht so günstig sein bei denen. Nee, also tatsächlich, nein, ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, ein gutes Etablissement. Eigentlich ist es ein Steakhouse. Okay. Mhm. Aber das war halt eine Vorspeisensuppe. Ich schicke euch nachher mal ein Bild, ne? Mhm. Ich fand die Vorspeise auch schon dezent klein. Also ich musste danach an meinem Steak ordentlich knabbern, dass ich das runtergekriegt habe. Okay. Gut, okay, der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, dir ist auch nichts dran, du kriegst ja nichts weg, aber... Wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, ich habe den Gedanken bis hier gehört, Micha. Ich habe ihn bis hier gehört. Wollte mal brav sein. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Aber, also, für mich gute Portion gewesen. Ich hatte mir einen Lanksteak bestellt. Mhm. Und das war sehr, sehr geil. Ich schicke euch gleich mal das. Ich hoffe, ich habe das Bild noch. Ich habe es, glaube ich, meiner besseren Hälfte geschickt. Von daher kann ich es zur Not hoffentlich wieder runterholen. Ich suche gerade. Aber suchen und fahren ist natürlich auch. Mhm. Sonst war es einfach nachher. Etwas tricky. Thema Zeit. Stimmt. Ich habe euch mal ein Bildschirmfoto gemacht. Das ist jetzt. Tut mir leid, liebe Zuschauer, euch kann ich es nicht einblenden, weil ich es nur am Handy habe und sonst hier stundenlang rumfummeln müsste, dass Discord das zeigt. Man möge mir bitte verzeihen.
Wer es sehen möchte, möge in die Kommentare schreiben. Dann schmeiße ich es vielleicht nochmal irgendwie bei Insta als Story rein oder sowas. Das können wir vielleicht uns darauf einigen. Aber jetzt kann Astra das gar nicht sehen. Möchte die Dame es auch sehen? Die ist sieht so interessant aus. Die ist so verstummt. Kürbiskernöl ist da auch drin. Ja, genau, stimmt. Kürbiskernöl war da auch mit oben drauf. Also war. Ich sehe das. Und genau, dieses ganze Rote ist dieses Chili-Salz, ne? Ja. Und ist auch dezent wenig Chili-Salz. Ja. Also die hat einen guten Geschmack gehabt. Mhm, auf jeden Fall. Sie sieht auch sehr gut aus. Ja. Milchschaum, bisschen, das hat Kresse oder so. Ja, irgendwie was für, ne? Ja. Das Auge. Das Auge, genau. Ja. Ich würde jetzt da den Zubringer holen. Den Feldtrank-Container? Ja. Entschuldigung, meinte ich. Dann fahre ich gleich die Walze ankuppeln und dann bring ich schon mal zum Walzen. Okay. Achso, wir hatten noch nicht geklärt, was auf Feld 26 soll. Da ist jetzt Lokumhülse drauf gewesen. Ja, ich vermute, es wird eine Raps. Runde. Ich bin am Sojabohnen zurzeit am Säen. Von mir aus auch das. Na, machst du auch Sojabohnen drauf, okay. Bist vorbereitet. Perfekt. Also im Workplan ist es eingetragen. Ja, sehr gut, danke schön. Dann haben wir es gleich da, vor mir spulen, müsste dann gleich einer die Felder hier walzen. Ja, ich wollte gleich machen. Ich gehe nicht zu einem Feld 26 gleich weiter sehen. Ja. Packe kurz die Spritzen dann. Ja, mach ruhig. Und stell hin, dann packe ich die Spritze gleich ein. Du nimmst ja, ja eh nicht den alten schon. Fendt. Okay. Ich nehme 250 PS gehabt, den alten Fendt. Würde ich ihn die ganze Zeit fahren. Ich finde ihn cool. Eine kleine Ladenfläche, wo du drauf schmeißen kannst. Ja, ist schon ein cooles Gerät. Ja, ein geiler Mod. So, stimmt. So mal. Gleich ist das Feld fertig. Die 19. So, mit Öl. Süßt, genau. Und noch einmal schön den Container, den Boden verdichtet vom Feld, einmal den Container rübergezogen. Hast du vergessen hochzuheben? Nee, hochgehoben habe ich, sonst hat der Fan zu wenig Power, um loszufahren. Ja. Nee, aber trotzdem mit den 30.000 Liter Gülle, die da noch drüber sind, einmal den Boden verdichtet. Ja, gute Bodenverdichtung. Ich bringe ihn jetzt erstmal nach Hause und dann müsst ihr mir gleich sagen, was ich noch tun soll. Oder kann. Kannst du gerne sagen, ich bin noch am See, dann muss einer walzen. Ich guck gleich mal durch. Und dann sind wir 26 müssten, glaube ich, noch gekalkt werden. Das hat ja einen schlechten pH-Wert. Ja, kann ich machen. Kein Problem. Boah, der Fan kommt aber auch nur langsam in die Pötte mit dem Container, dem fetteren Container hinten dran.
Also meinst du, wie ich mich eben gefühlt habe? Ja, glaube ich. Die ganze Zeit, ne, lacht mich dieses Feld 10 hier schon an. Feld 11. Was noch erntereif ist. Mhm. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber gucken. Also, habe ich in der ersten Folge tatsächlich vergessen zu sagen. Machen wir es noch schnell in der zweiten. Es gibt jetzt ja mittlerweile schon die Version 1.2 von der Hofbergmann. Wir haben allerdings noch die vorherige Version im Einsatz, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dir das Safe Game schon umzuziehen. Das heißt, ab der nächsten. Oh, shit. Ich glaube, ich hatte Tattoo-Info mal drin. Ab der nächsten Aufnahme haben wir dann auch eine angepasste Version wieder von der 1.2. Steht uns dann zur Verfügung. Der liebe Mod Micha war so freundlich. Hat uns die nochmal ein bisschen schick gemacht. Quasi wieder mit dem Lager und allem. Und hat auch die Features, die wir angefragt haben, mit eingebaut. Das heißt, das wird schon mal großartig für dich, Paul. Ja. Da passiert ein bisschen was. Aber leider erst gar nicht, nächste Woche fällt ja auch aus, weil ich nicht da bin. Also erst ab übernächster Woche. Wir haben ein bisschen Verzug drin. Aber die 1.2 wird kommen und ich sehe uns vier dann schon im Bötchen mit der Angel. Also, ja, ich liebe es. Und dann können wir Räucherfisch machen. Das denke ich auch. So, warte mal. Feld 26 hast du gesagt. Da oben ist die 26. Ja, wie sieht's denn aus? Ich wollte gerade sagen, Stickstoff muss da noch drauf, ne? Das heißt, du siehst auch jetzt noch an. Ja, pH könnte auch. Stickstoff kommt keiner. Ich sehe Sojablon. Ah, okay. Ansonsten würd's das jetzt sehen, dass ich drüber. Ich fahre ja schon. Sojablon wollen ja nichts haben. Nee, habe ich gerade nicht dran deswegen gedacht. Deswegen haben wir das Feld auch nicht gegüllt. Weil die brauchen ja nichts. Ja. Nee, hast du recht. Hast du recht, habe ich gerade. Ja, ist schon kein Problem. Habe ich ja letzte Woche nicht dran gedacht. Bis wir angefangen haben und wir mittendrin aufgehört haben, beim Feld 19 zu düngen, weil wir es ja nicht brauchen. Für das ist so sehen. Genau, stimmt. Ich glaube, der Kalk. Tumse steht hier. Ja, wir haben echt stellenweise schlechte pH-Werte. Ja. Entweder müssen wir die Zeit aber runterschrauben oder ich schaff das Feld nicht mehr zu walzen, die 26. Warum? Du hast doch noch 3 Stunden Zeit. Ja, was? Wir haben eine Stunde Realtime noch, Jungs, ne? Ja, das schaffen wir doch locker. Okay. Ich denke auch, also. Und also ganz ehrlich, selbst wenn wir es nicht gewalzt haben, ne? Das ist kein Wellengang. Ich denke, ist ja nicht groß, das Feld. Ich denke auch. Wenn nicht, dann haben wir da halt ein bisschen Ernteverlust. Dafür kann man jetzt gegenhalten, dass wir vollen Ertragsbonus dann haben, weil wir keinen Dünger für bräuchten, aber im Zweifelsfall ihn draufklatschen würden. Ich bringe jetzt noch den Kalk aus. Also sollten wir es nicht schaffen. Kein Heiz und Bein, das würde ich sagen. Okay. Gerade bei der Größe würde ich sagen, ist es verkraftbar. Auf jeden Fall. Micha, ich bin auch fast schon gefühlt bei dir. Also, gleich. Also, du bist gefühlt gleich bei mir, fährst zweimal drüber und bist eh wieder fertig. Ja, alles fein. Ist ja, deswegen ja. Dann kommt er und verlässt mich direkt wieder nach kurzer Zeit, weil er schon wieder fertig ist. Ich bin jetzt erst auf Höhe von Paul. Ich hab schon 3 Befehle gleich gesät. Okay. Ja, ich habe gerade Feld 19 und 26 im Kopf vertauscht. Dazu sagte ich gerade, ich bin fast schon da. Bis mir danach ein 4. Der passt, weil ich muss noch ein Feld weiter nach hinten quasi. Ja. Aber ich bereite schon mal vor, hinten die Klappen auf und sowas. Dann kann ich gleich direkt loskalken. Tabula rasa übers Feld gehen, genau.
So, letzte Einfahrt und dann müsstest du auch schon meine Scheinwerfer sehen. Die sind nicht so hell wie ich dachte. Ich sehe dich. Okay. Der Karte. Ich fang mal hier oben an, würde ich sagen. Fang mal oben an. Wo du möchtest. Die freie Auswahl. Ja, freie Auswahl. Deswegen habe ich die Büsche mitgenommen. Ich dachte, super. Da passe ich vielleicht genau zwischen. Nicht. So, die Ecke machen wir gleich. Wir steigen hier erstmal schön ein. So, perfekt, liebe Leute. Nochmal geguckt, ob ich mich ja gleich treffe. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, wir sind für den Moment erstmal fertig. Ich will mal vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.